Herzlich willkommen zum Ende des Films. Ja, es ist schon wieder ein ganzes Wochenende rum. Die Datenspuren 2022 neigen sich dem Ende. Und während draußen schon das Rumoren vom Abbau reinrauscht, wird uns Kurt noch mal kurz einen Überblick verschaffen, was alles passiert ist. Ja, die 17. Datenspuren, je nach Zählweise, wenn man mit der 0 anfängt, waren genau erfolgreich und neigen sich leider hier mit dem Ende zu. Wir hatten 14 Liter Talks, wir hatten ca. 17 Vorträge, wir hatten 16 Workshops, das war ein buntes, volles Programm mit Luft zum Unterhalten und Socializen. Ich hoffe, das hat allen gut gefallen. Ja, da kommen wir wie immer zu ein paar Zusammenfassungen. So, geht der Ton noch? Der geht. Ja, hat niemand mitbekommen. Genau. Also unsere Highlights dieses Jahr. Das Fabmobil hatte hier 5-jähriges Geburtstag gefeiert. Da war gestern Abend ziemlich lustige Hackerparty drin. Das VOG hat dieses Jahr es geschafft, kritische Infrastruktur zu etablieren. Es gibt jetzt einen Papierkorb, der dessen Anschaffung sich auch gelohnt hat. Außerdem, ja, Applaus. Ja, Trashcan. Ja, danke, danke. So, dann wurden über 55 GB an Daten hochgeladen. Wir sind schon bei über 62% Veröffentlichungsstatus. Und alle Talks von gestern Samstag sind schon veröffentlicht. Das ist super, die Pipeline funktioniert. Und von heute sind auch schon die ersten 3 Talks wieder released. Also heute Abend könnt ihr Abendkino machen und dann alle Datenspuren-Vorträge nochmal anschauen. Dafür, super Pipeline, also VOG gerne wieder. Einen herzlichen Applaus dafür bitte. Genau. Außerdem gab es dieses Jahr viele Kameraengel und Mischerinnenengel, das war sehr cool. So, danke auch an alle helfenden Hände und da können wir jetzt einen ganz langen Applaus mal machen. Genau, mehr Applaus. Genau, da die Orga, den C3D2, die Litas, alle Engel hier, die Bar, die Küfer, das Fabmobil und natürlich auch einen ganz herzlichen Dank an das Zentralwerk, die es hier immer wieder ermöglichen, dass wir diese Räume nutzen können. Es war ein bisschen Baustelle dieses Jahr, trotzdem haben wir das ganz gut geschafft. Das ist auch entgegenkommen vom Zentralwerk, dass hier trotzdem gut Veranstaltungen stattfinden können. Dafür bitte einen ganz, ganz herzlichen Dank. Genau. Jo, ebenso das Wetter, man redet nicht darüber, man hat es. Wir hatten hier schönes Wetter, das ist gut. Und mit dem im Hintergrund, also mit immer schönem Wetter zu den Datenspuren, sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal am 3. September-Wochenende. Bis dahin. Ich habe da noch, genau, nach dem Applaus hätte ich noch die Bitte, wenn Leute hier sind, wir brauchen helfende Hände, ja, zieht eure Handschuhe an und zwar muss die Tribüne abgebaut werden. Und das bauen wir von euch aus gesehen von rechts nach links ab, also links steht bis zum Ende. Und wenn ihr da helfen wollt, bitte hier einfach mal melden, dann sagen wir euch das. Ansonsten wird sonst noch ein bisschen Schlepperei gebraucht. Wer da also Lust hat, noch zu helfen, bitte da bleiben und bei mir melden. Dankeschön.